Ihre Generation gehört ja noch dazu, die eigentlich alles konnte. Also sie konnten sowohl schnell fahren, sie konnten Slalom fahren. Sie sind Paradebeispiel, haben in allen 5 Disziplinen auch gewonnen. Warum ist das heute nicht mehr so? Also warum können die das heute nicht mehr? Es gibt schon immer wieder Leute, auch Miller hat es noch vor einigen Jahren geschafft, dass er in allen Disziplinen Weltklasse war. Aber es ist halt der Stress so groß. Nicht umsonst hat der Marcel Hirscher vor ein paar Tagen in der Zeitung gesagt, dass er im letzten Jahr schon fast an einem Burnout war, obwohl er eigentlich nur 2 Disziplinen fährt. Und es ist so ein schwieriger Sport und aber auch so belastend für Körper und Geist, dass man einfach fast keine Chance hat, genügend zu trainieren, um alle 4 Disziplinen unter den Hut zu bringen. Sagen wir, von Riesenslalom bis Abfahrt ist okay, oder Slalom und Riesenslalom. Aber es gibt ganz wenige Slalomfahrer, die wirklich in der Lage sind, auch Speed zu fahren. Das haben wir beim Hirscher gesehen, bei Benny Reich, der über Jahre Abfahrt trainiert hat, ein hervorragender Speedfahrer auch war, aber das, die beste Platzierung war ein 10. Platz. Oder nehmen wir mal Felix Neureuther als Beispiel, der ja eigentlich nur Technik fährt. Ist das wieder so ein Typenproblem, also eine Typenfrage? Oder spielt da auch sowas wie Gefahr oder Angst vielleicht auch eine Rolle? Sicher auch. Ich meine, wenn man nur Slalom oder Riesenslalom fährt, dann kann man nicht einfach sagen, so, jetzt fange ich an mit Abfahrt und das war's. Die anderen sind ja auch nicht blöd. Aber beim Felix, der hat mal ein Kombi fast gewonnen in Bulgarien, in Bansko. Der war Zweiter, eine Hundertstel hinter Minnerhofer. Und da war ein Super-G kombiniert mit einem Slalom. Und also, ich glaube, dass der Felix durchaus Qualitäten hätte, auch im Super-G, vielleicht sogar in der Abfahrt vorne dabei zu sein, wenn er das ins Auge fassen würde. Aber dann verliert er natürlich sicherlich ein bisschen Qualität im Slalom und im Riesenslalom. Aber denken Sie, dass er vielleicht auch Angst vor Verletzungen hat? Er hat ja jetzt eh schon genügend Beschwerden. Da hat er sicherlich die richtige Entscheidung getroffen. Ich konzentriere mich auf meine Stärken, weil ich kann meinem Körper einfach nicht mehr zumuten. Wenn ich da noch 2 andere Disziplinen mit ins Programm nehme, dann bin ich völlig ausgelastet und mein Körper hat 0 Regenerationszeit. Ja. Sie haben Ihrem Körper damals auch sehr viel zugemutet, waren dann Anfang der 80er sogar irgendwann Teilinvalide. Wie weit können Sie das Knie jetzt eigentlich anwinkeln im Moment? Ja, es geht ganz gut. Ich kann keine Hürden mehr sprinten wie früher, aber für Normalgebrauch reicht es. Ja. Ich bin auch sehr glücklich, weil ich erstens einmal vor ein paar Jahren ein sehr gutes Therapiegerät gefunden habe, das heißt Bemer. Und das für die Firma arbeite ich jetzt auch. Und ich muss auch dem Dr. Müller-Wohlfahrt danken. Er hat mich vor 2 Jahren am Rücken korrigiert, wo vielleicht eine Operation nötig gewesen wäre. Und das war wirklich eine gute Leistung. War zwar nicht ganz einfach, ich meine, ich habe 60 solche Dinger in den Rücken reingekriegt, aber gut, was soll's. Ja. Sie waren ja sogar nach dieser Geschichte noch erfolgreicher als vorher. Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Ich war natürlich schon noch sehr jung, als ich diese Verletzung hatte, mit 19 Jahren in Lake Louise. Bei einem unspektakulären Sprung ins Flache bin ich vielleicht 30, 40 Meter geflogen, schlecht gelandet, ins Flache gestürzt und da hat es mir das linke Knie um 360 Grad um die Achse gedreht. Die Kniescheibe war in der Kniekehle hinten, außer den hinteren beiden Sehnen und der Patella war eigentlich alles gerissen. Ich war aber noch glücklich, dass die Aorta nicht gerissen war und die Nerven. Von daher hat eine 6-stündige Operation bei Dr. Stedman dann gereicht, mich wieder so weit in Stand zu setzen, dass mein Versicherungsarzt in Österreich hat mir geraten, ich soll meinen Job suchen, wo keine Stiege drin ist. Weil er hat natürlich den 10-seitigen Operationsbericht gelesen und der hatte noch nie eine ähnliche Verletzung, von der überhaupt gehört, und hat mir geraten, ich soll einen Job suchen ohne Stiege, weil ich nie mehr Stiegen gehen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der nicht schon vorher mit dem österreichischen Skiverband geredet hat und die ihm das untergejubelt haben. Okay. Mir das also mitzuteilen, in der Hoffnung, dass ich dann für immer entsorgt bin. Ja. Aber den Gefallen konnte ich ihnen natürlich nicht machen. Und also Ihr Kampfeswille, der hat sich ja dann später auch nochmal bestätigt, nach Ihrer aktiven Zeit sozusagen. Ich spreche jetzt vor allem den Anfang Ihrer Unternehmertätigkeit an, das war ja auch nicht ganz einfach, ne? Ja, das war die Skihalle in Bottrop, ein sehr großes Projekt, ganz klar. Die Skihalle, das Alpincenter, besteht immer noch, wird von einem holländischen Hotelkonzern Van der Vaart geleitet. Und ich muss ehrlich zugeben, das Teil war mir ein bisschen zu groß. Es ist mir zu groß geworden. Ich bin aber auch nicht der Typ, der 120 Leute Jahr aus, Jahr rein managen kann.
Ich bin eigentlich ein Alleinunterhalter, ich bin sehr erfolgreich in allem, was ich alleine machen kann, aber natürlich nicht riesengroß dadurch. Groß kann man nur werden, wenn man auch fähige Mitarbeiter hat. Und da habe ich mir zu viel zugemutet mit meinen Partnern, konnte es Gott sei Dank nach 4 Jahren erfolgreich verkaufen und mich dadurch auch selber retten, muss ich sagen, emotional und finanziell, weil emotional hätte ich es wahrscheinlich vom körperlichen Arbeitsaufwand nicht mehr sehr lange ausgehalten. Da wäre es mir gegangen, wie vielen anderen, die an einem Burnout leiden und nicht mehr rauskommen. Weil wenn man 16-Stunden-Tage hat über das ganze Jahr und nur Stress von A bis Z, es gibt wenig, die das lieben und die das aushalten. Und wie machen Sie es jetzt? Also womit verdienen Sie jetzt aktuell Ihr Geld? Mein Hauptgeschäftsbereich sind eigentlich Ski-Incentives. Ich organisiere so 15, 20 Firmenveranstaltungen, aber auch mit privaten Kunden, meistens um Schnee herum, von Oktober bis April. Das geht auch teilweise auch über Weltcup-Veranstaltungen, Kitzbühel, Wengen, Lauberhornrennen und so weiter. Garmisch natürlich auch, aber vor allem einzelne Tage, Wochenenden, teilweise auch eine ganze Woche. Mit Jochen Schweizer mache ich schon viele Jahre solche Einzelskitage. Dann das zweite ist die Therapie, das Therapiesystem Behmer, das mir in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut geholfen hat, mich körperlich wirklich auf Vordermann zu bringen. Das System funktioniert insofern, dass die Kapillardurchblutung stark verbessert wird. Und durch meine vielen Operationen, ich habe allein an meinen Knien 11 Operationen, und dadurch ist natürlich die Durchblutung stark handicapiert. Und durch diese Verbesserung hat sich das wieder sehr, sehr gut entwickelt. Ja. Sie haben auch noch eine Beratertätigkeit beim Bulgarischen Verband. Ja. Wie sieht da die Funktion genau aus? Da bin ich verantwortlich, dass die Weltcuprennen nach Bulgarien kommen. Aber haben wir wieder im Februar Weltcuprennen. Und jetzt gerade morgen fliege ich runter mit dem Stefan Eberharter, mit einer anderen österreichischen Größe, um das Ski-Opening zu machen. Da machen wir immer mit ein paar hundert Kindern eine Kinderveranstaltung, weil unser vorrangiges Ziel ist, dort unten eigentlich die Jugendlichen wieder zum Sport zu bewegen. Wir machen sehr viele karikative Sachen um den Jugendlichen und jetzt nicht so begüterten Leuten, und da gibt es viele da unten, den Sport zu ermöglichen. Egal, ob es Langlauf ist, Snowboard oder Ski. Hauptsache Wintersport, um wirklich dort auch den Tourismus wieder anzukurbeln. Ja. Lass uns noch kurz über ein anderes Thema sprechen. Und zwar, es könnte ja gut sein, dass im Zuge des Klimawandels vielleicht in, sagen wir mal, 20 Jahren dann in Deutschland eben nur noch in Garmisch ein Weltcuprennen stattfinden kann. Was für Alternativen gibt es denn dazu? Tja, gut. Also es gibt natürlich sehr viele Leute, die den Klimawandel herbeibeschwören. Heuer haben wir jetzt ein bisschen ein unglückliches Jahr. Wenn man in die Statistik hineinschaut, hat es schon im 17. Jahrhundert Weihnachten gegeben, wo die Kirschen geblüht haben. Also ich denke, man kann das auch, wenn man es mit dem Mikroskop auf 100 Jahre beobachtet, findet man in der Geschichte zuhauf Wärmeperioden, die noch viel wärmer waren wie bei uns. Zum Beispiel in der Römerzeit war der Raletsch-Gletscher um 4 Kilometer kürzer, wie er jetzt ist. Und der Ötzi wäre auch nicht dort, wo er gefunden wurde, wenn es damals nicht wärmer gewesen wäre. Sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz, es hat weniger Schnee, aber der Schnee ist dafür länger auf den Bergen. Also ich kenne sehr viele Skigebiete, die mit tränenden Augen Anfang Mitte April zusperren müssen, bei den tollsten Schneeverhältnissen, weil keine Leute mehr kommen. Ja. Sagen wir, wenn wir denn das Jahr um einen Monat verschieben, November wird der Dezember. Ich denke, dann wäre alles wieder geregelt, aber wir sind hier nicht auf einem Wunschkonzert. Was halten Sie von so City-Events, wie jetzt zum Beispiel auch hier in München, auf dem Olympiaberg zum Beispiel? Wie sehen Sie das? Ich finde das sehr toll, weil das hat zwar mit wirklich einem selektiven Skirennsport, wie man ihn sonst in den, im Fernseher sehen, nicht so viel zu tun. Aber die Leute sind ja dieselben. Bode Miller, Felix Neureiter. Aber dem gefällt es ja zum Beispiel nicht so gut, dem Bode Miller. Ne? Der ist ja nicht so der Fan. Weil er auch nicht gewonnen hat. Aber das hat er die letzten Jahre sowieso nicht mehr. Also es hat immer ein bisschen Kontroversen gegeben. Der Ligeti hat sich auch darüber aufgeregt, über die neuen Ski. Und genau das hat ihm schlussendlich 3 unvergessliche Saisonen gebracht, die
die vielleicht ins Dänemark egalisiert haben, aber sonst niemand. Also man muss es immer ein bisschen von zwei verschiedenen Seiten anschauen. City-Events finde ich genial, um den Sport in Ballungsgebiete zu bringen, um den Sport populär zu machen, um die Sportler auch einmal den Leuten näher zu bringen. Weil es geht ja hier nicht nur um Spitzensport auf der Skipiste, sondern die Leute wollen ja die Stars einmal anfassen, mit ihnen sprechen. Beim Skirennen können sie das Ganze nur sehr, sehr reduziert. Beim City-Event, das ist nicht so heikel, wenn der einmal jetzt dort einfädelt oder nicht ins Ziel kommt, aber er ist für die Leute greifbar. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass das Gesellschaftliche ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Ja, ein anderer Sport, der jetzt auch gerade ganz relativ groß ist, ist ja auch Dartsport. Sie waren bei der Dart-WM. Was fasziniert Sie denn an dem Sport so? Ich finde das toll eigentlich. Also es hat jetzt, wenn man die Figuren von den Dartspielern anschaut, kann man jetzt nicht vor Spitzensport. Keine Top-Athleten. Also ganz klar, aber genauso wenig ist es Billard. Das ist jetzt auch kein Spitzensport. Mhm. Und Eisstockschießen kann man jetzt auch nicht unbedingt mit Spitzensport vergleichen. Aber es ist eine Riesenstimmung in der Halle. Ja. Die bringen eine Leistung, weil die müssen ein wirklich kleines Feld genau zur richtigen Zeit treffen. Und es ist unheimlich spannend. Ja. Vor allem auch die Leute, man trifft Gott und die Welt. Ich habe Nachbarn von mir dort getroffen und wir hatten einen tollen Abend. Nebenbei in London ist natürlich schon eine Reise wert. Ja. Fliegen Sie da eigentlich mit Ihrem Helikopter hin? Also ich meine, Sie haben ja einen eigenen Helikopter und auch die Fluglizenz dazu. Oder ist das eher so ein bisschen so ein Hobby, was nur ab und zu zum Einsatz kommt? Ich fliege so um die 100 Stunden im Jahr. Das ist natürlich zu wenig. Ich habe meinen Helikopter dann nebenbei vermietet. Aber für mich ist es eine Leidenschaft. Wie für andere Bergsteigen, was für mich auch eine Leidenschaft ist, oder Golfspielen, habe ich seit 25 Jahren, fliege ich Helikopter. Ich habe das in der Saison gelernt, wo ich verletzt war, 1990. Und ich muss ehrlich sagen, es ist einfach eine Leidenschaft für mich. Und ich kann sehr viele Reisen im Frühling, Sommer, Herbst, die ich sonst mit dem Auto machen müsste, kann ich mit dem Helikopter abdecken. Und dann kann ich wirklich das Vergnügen verbinden mit dem Geschäft. Natürlich, es gibt günstigere Methoden, von A nach B zu reisen. Aber wenn ich unten die Staus sehe im Sommer, dann lacht mir das Herz. Sind Sie dann hier heute auch im Helikopter gekommen? Nein. Oder? Okay. Ja, dann weiterhin guten Flug, sage ich mal. Und vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Girardelli. Dankeschön.